Hallo Cordula. Hallo Birgit. Wir stehen hier in einem Raum, den du eingerichtet hast, mit verschiedenen Objekten und Gegenständen von Palmen über Radiogeräten, einem Video, einem Neon. Diese ganzen Werke beziehen sich eigentlich auf eine historische Geschichte, die du recherchiert hast. Magst du uns etwas dazu erzählen? Ja, ich war zu einer Ausstellung eingeladen im Biberhaus hier in Hamburg in der Nähe von der Kunsthalle, kuratiert von Sven Christian Schuch. Und der hatte mich gefragt, also so historisch dazu zu arbeiten. Und bei meiner Recherche bin ich auf Helmut Hübener gestoßen, einen jungen Widerstandskämpfer, der auch schon mit 17 Jahren von den Nazis exekutiert wurde. Und genau, mit der Geschichte und auch mit der Verarbeitung von Erinnerung habe ich mich dann auseinandergesetzt. Und dieser Helmut Hübener wurde festgenommen im Biberhaus, hier in der Nähe vom Hamburger Hauptbahnhof. Kanntest du Helmut Hübener, bevor du deine Recherche begonnen hast? Nein, ich kannte ihn auch so gar nicht, muss ich zugeben, obwohl ich Hamburgerin bin. Ja. Und war dann ganz überrascht, weil das doch so eine sehr prägnante Geschichte ist, wo man denken würde, also er ist halt auch der jüngste Widerstandskämpfer in Deutschland, der je hingerichtet wurde. Und dann ist mir aber bei der Recherche aufgefallen, dass ich ganz viel Jugendliche gefunden habe mit so YouTube-Videos, die sich mit seiner Geschichte beschäftigt haben und ihn so in einer Linie mit Anne Frank genannt haben, aber kam eigentlich fast ausschließlich aus Amerika. Ah ja, sehr interessant, dass er in Amerika dann bekannter geworden ist als hier vor Ort. Und diese verschiedenen Objekte, also zum Beispiel die Palmen oder auch einen Teppichboden, den du entworfen hast, was hat es damit auf sich? Also einmal arbeite ich eigentlich immer so mit verschiedenen Medien und da, also die haben zum Teil so Doppelbedeutung. Zum Beispiel die Radios, einerseits hat er den Feinfunk darüber abgehört und hat daraus seine Flugblätter gespeist, sage ich jetzt mal. Und gleichzeitig aber sind über diese Radios natürlich auch so Propagandamusik verbreitet worden, sodass eigentlich irgendwie Jugendliche in seinem Alter das eher zum Tanzen etc. benutzt haben. Und das, also so diese Dualität zieht sich eigentlich so durch die ganzen Objekte durch. Und der Raum ist ja auch als Ganzes gestaltet, nicht nur von den Objekten, sondern auch das Licht. Also es ist auch eine bestimmte Atmosphäre, die hier entsteht und die dir wichtig ist. Also quasi im Biberhaus gab es so eine Vergnügungskultur auch unten und er hat oben im Amt gearbeitet. Und dann war für mich auch spannend bei der rosanen Farbe, es ist eigentlich so eine Farbe, die ein bisschen auch das Grundthema aufnimmt, dass man halt Sachen verschieden erinnert, weil wir haben das alle als Mädchenfarbe im Kopf. Aber das war eigentlich bis so in die 20er Jahre die Farbe für Jungs, ein kleines Rot. Ein kleines Rot, ja, das ist sehr interessant. Ja, und dieser Raum von dir fügt sich hier ein in eine Choreografie hier von Arbeiten, auch von Annette Kelm und Janis Kunellis, wo es auch um das Thema Macht und Machtmissbrauch geht. Vielen Dank, Cordula, hier für deine Auskünfte. Danke.